Thorsten Sträter. Gracias, Sebastian. Ja, ich freue mich auch für dich, Sebastian, tatsächlich. Ist das ein Text, der weitestgehend für dich ist? Guten Abend und Potzblitz. Nach meinem Besuch bei Pierre M. Krause ist das jetzt schon das zweite Mal Visite bei einem Grimme-Preisträger. Also Gratulation, Sebastian, falls ich das noch nicht gemacht habe, voll verdient. Sebastian Puffpaff, Grimme-Preis. Das bringt uns natürlich zu der Frage, was ist mit mir? Ich habe jetzt leider nicht ganz so viel fantastischen Content geliefert wie Puffpaff. Und das meine ich unironisch, denn du bist der Beste. Aber trotzdem, was ist mit mir? Der Grimme-Preis wird vom Grimme-Institut verliehen. Das ist in Mahl und das ist bei mir um die Ecke. Oder anders. Ich habe jetzt keine Sendung, die den verdient, glaube ich. Lösung: ohne preiswürdige Sendung muss zumindest ein preisverdächtiger Text her. And here we go. Titel: die deutsche Sprache, Rezeption, Wirkung, Winkel, Haken, Holz und holzähnliche Wege, ein Grimme-Preistext. Wichtiges Thema, Gendern. Ich kann Sie jetzt schon zu Hause aufstöhnen hören. Also, Haltung, Doppelpunkt, stört mich überhaupt nicht, wenn meine Mitmenschen gendern. Warum auch? Kurze Erläuterung für die, die es thematisch nur so halb durchdrungen haben. Wenn schriftlich gegendert wird, ist eh alles klar. Ne? Sehr geehrte Bürger, Sternchen, Ihnen. Da sind dankenswerterweise alle mit drin und man spart sich achtzeilige spätbarocke Begrüßungsungetüme. Beim rein sprachlichen sieht es anders aus, aber für sowas habe ich heute keine Zeit mehr. Natürlich gibt es auch Leute, die im Internet Sachen schreiben wie gendern. Haben wir keine anderen Probleme? Und die Antwort lautet, doch. Artensterben, Blisterpackung, globaler Hunger, globale Erwärmung, globale Armreichschere, allgemeine Verrohung, die übliche Idiotie, der Tod an sich. Die Agonie der Empathie, CO2, die Menüführung von SkyGo, die Internetpreise im Ländervergleich, Rassismus im Allgemeinen, rassistische Polizei, nicht rassistische Polizei mit korrekt geeichten Blitzern, Depressionen, das unbestimmte Gefühl, was zu verpassen, zu wenig Fahrradwege, zu lange Aufzählungen, Texten, Krankenhauskeime, schlaffes Bindegewebe und dann noch dein Scheißkommentar, Manfred, der kommt obendrauf. Seltsam ist zudem, dass alle, die über den sogenannten Gender-Wahnsinn sprechen, ausschließlich mittelalte Männer in braunen Slippern sind. Und zwar aus, um jetzt nicht Plastikkacke sagen zu müssen, veganem Leder. Finden Sie, das ist grob verallgemeinernd? Mir egal. Ich bin ja auch ein Mann. Nur. Und ich weiß auch nach dem 400. Mal immer noch nicht, ob man beim Auto überbrücken das Kabel erst an den Plus- oder den Minuspol klemmt. Und ob, wenn ich es verkehrt mache, alle wie in Avengers Endgame zur Asche zerfallen. Ich weiß es nicht. Ich bin vom Thema auch abgekommen, Return to Gender. Also, wer sich übers Gendern und die Gender-Rennen aufplustert, möge doch erst einmal präzise schauen, wo er sprachlich wirklich gefordert und verarscht wird. Bestes Beispiel, Götterspeise. Kennen wir alle, ist auch lecker. Götterspeise, da müssen wir sachlich bleiben, toll. Aber bei mir bleibt der schmale Verdacht, dass der Name dieser Süßspeise ein bisschen überambitioniert gewählt ist. Ganz ehrlich, schauen wir uns mal so einen handelsüblichen Gott an. Lassen wir Allah jetzt mal außen vor, ich habe keine Lust auf Ärger. Einfach mal einen Gott. Odin. Riesentyp, buchstäblich Sonne kannte, Obergott der nordischen Mythologie, hat zwei Raben, allgemein als Kriegsgott etabliert, da gibt es auch wenig Widerrede. Ist auch nicht so der gut gelaunte, lässige Typus Gott, sondern eher so der Jason Statham unter den Göttern. Und ehrenvoll in der Schlacht Verstorbene dürfen, umringt von den Waffen und Schilden der Gefallenen in Valhalla, im Licht blakender Fackeln für immer da, an seiner Tafel speisen, denn dies sei ihr Lohn für die Mühen des Krieges. Würden Sie sagen, dass Odin im flackernden Licht der nach Blut riechenden heiligen Halle sein Schwert abgürtet, es klirrend beiseite legt, das Kinn hebt, den Kriegern, die bei Tische sitzen, tot und doch für ewig in Ehre erlöst, in die Augen blickt und donnernd sagt, so, wer will Wackelpudding? Keiner. Danke sehr. Keiner, denke ich. Freunde, keiner. Götterspeise. Das ist zu viel. Wenn man jetzt sagen würde, Praktikantenspeise. Oder
Abteilungsleiter speise. Oder komm, nehmen wir ruhig einen Heiligen. Lass mal fünfe gerade sein, muss ja kein so ein Überfliegerheiliger sein. Hier so Sankt Christophorus speise. Schutzpatron der Plaketten ans Armaturenbrettkleber. Auf dass der heilige Christophorus die Bärbel von Flüchen wie rechts vor links entbindet, das geht klar. Aber Götterspeise? Nein. Denn Götterspeise ist bei näherer Betrachtung, so nah muss man da gar nicht ran, nichts weiter als ein steifer Eimer Glipsch. Eine der wenigen Mahlzeiten, die vibrieren kann, gewiss. Aber unterm Strich, nichts weiter als das, was man erhält, wenn man ein Schwein hobelt, Farbe und Zucker dazu kippt und sich dann stumm auf einen Hocker setzt, derweil der Gumpen da in sich verkantet und fest wird. Das Ganze hat dann den Nährwert von Luftpolsterfolie, rutscht sofort vom Löffel, tritt sich fest und die Geschmacksrichtung ist grün. Das ist für ein Lebensmittel erschreckend wenig Performance. Wenn das, und ich sage nicht das, aber wenn das Götterspeise ist, was ist an normalsterblichen Speise? Sich von einem Busfahrer in den Mund furzen lassen? So, hier war, glaube ich, auch alles Preiswürdige drin. Und wenn die Jury, oder wie viele auch sagen Jury, ich kenne sogar welche, die es Juri aussprechen, als wäre es ein russischer Kosmonaut. Meine Oma zum Beispiel, also die hat das so ausgesprochen, Juri, die war nie im All. Das saß bei uns auch finanziell gar nicht dran. Sie hat immer viel mit Kartoffeln gearbeitet, dafür fast gar nicht mit Schubumkehr oder sowas. Jeder, wie er meint, leben und leben lassen. Was wollte ich sagen? Genau, wenn die Jury der Auffassung ist, dass dies noch keine genügende Darreichungsform zum Erhalt des Grimme-Preises ist, würde ich jetzt hier noch anbieten, dass ich das hier zusätzlich auf TikTok hochlade. Dann muss aber auch gut sein. Quatsch, ich wollte eigentlich nur Sebastian gratulieren. Also lieber Sebastian, herzlichen Glückwunsch zum Grimme-Preis. Ich habe mich sehr für dich gefreut. Kaum jemand hat den Preis so sehr verdient wie du. Apropos kaum. Liebes Grimme-Gremium, wann soll ich in Mahl sein? Das ist ja dann doch ein Stück zu fahren und ich bin ja auch selbst Abholer. Wenn Sie mir einen Puff auf eine Mail schreiben und der gibt mir den Termin dann über WhatsApp durch, das wird mir reichen. Lieber Sebastian. Gerade Sebastian. Lieber Sebastian. Ich habe mich verlesen, ich fange nochmal von vorne an. Lieber Sebastian, also jetzt mal ehrlich, Sebastian von Herzen, herzlichen Glückwunsch zum Grimme-Preis. Mehr wollte ich nicht sagen. Hat ja auch fast geklappt. Dankeschön.